Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich kann gut tanzen, tanzen und freue mich ja... Das Review, das eigentlich erst in einer Minute starten soll, warum seid ihr schon da? Es ist eigentlich jetzt noch eine ausführliche Tanznummer irgendwie als Einspieler am Anfang geben sollen. Wo ist das? Echt jetzt? Da fahre ich persönlich in einen Stripclub, mache eine Ausbildung, dass ich ein bisschen am Stangl tanzen kann, schneid das zusammen, mach quasi anlässlich zu meinem Geburtstag das aufwendigste Reintro des Jahres und du schneidest das einfach raus. Warum? Als hat mich das schon jemals aufgehalten. Ganz im Ernst, was mache ich jetzt? Ich meine, es ist schon so, dass das Video wird gepostet am 2. Juli 2021. Es ist 3 Tage vor meinem Geburtstag. Falls sich jetzt jemand fragt, welches Jahr, sage ich jedes Jahr, du Idiot. Aber ganz im Ernst, ich habe von dem letzten Mystery-Paket von André L. einen ganz bestimmten Titel ein bisschen herausgezögert, weil ich weiß nicht wieso. André hat für mich in seinen Wunschpaketen immer wieder ganz tolle Filme dabei und immer wieder auch Filme, die ich quasi auf den Tod nicht sehen möchte. Und nachdem ich das hier als quasi Weihnachtsgeschenk hingenommen habe, dachte ich mir, okay, passt, der andere Wunsch-Quickie, mit dem ich nichts anfangen kann, den schiebe ich quasi bis auf den letzten Punkt hinaus und jetzt ist es quasi mein Geburtstagsgeschenk, die Hustlers. Ich weiß nicht ganz ehrlich, ob das vielleicht irgendwie ein Sequel ist, ohne dass man damit gerechnet hat, zu dem Film Hustler, der ja bereits vor etlichen Jahrzehnten veröffentlicht wurde und den ich vergessen habe, vor diesem Video vor die Kamera zu holen. Paul Newman wird dann also ersetzt durch Cardi B. Okay, cool. Also man kann sich ungefähr vorstellen, der Film Hustlers war jetzt nicht unbedingt der Film. Okay, ich muss jetzt nicht sagen, ich habe ihn nicht gehustlert. Aber wo ich mich persönlich nicht wahnsinnig drüber gefreut habe, weil ich muss tatsächlich dazu sagen, auch wenn das jetzt einige Leute auf YouTube etwas unglaubwürdig finden, aber nein, ich war noch nie in einem Stripclub, ich kann damit nichts anfangen und es interessiert mich auch überhaupt nicht, wie Leute quasi für wahnsinnig viel Geld wahnsinnig wenig Kleidung dann auch noch verlieren. Und ich habe mir irgendwie gedacht, naja, also ganz ehrlich, so ein Stripper-Biopic, das könnte wirklich extrem langweilig, Gott sei Dank dauert der Film 2 Stunden. Puh, ich hätte mir schon gedacht, das ist vielleicht so 80 Minuten Kurzfilm, aber nein, es dauert und dauert und dauert. Und kurze Zeit, nachdem der Film begonnen hat, merkte ich dann, warte mal, da geht's eigentlich gar nicht um die Stripper, da geht's eigentlich um die Finanzkrise von 2000 XY und darüber, dass Leute kriminell werden und wir quasi Oceans Stripping 8 oder sowas haben. Und dann, ganz ehrlich, wurde der Film für mich wahnsinnig interessant, weil eines darf man bei Hustlers nicht vergessen, Jennifer Lopez ist mittlerweile fast 50 Jahre alt gewesen, wie sie den Film gedreht hat und legt eine unfasslich geniale Performance an den Tisch, was nicht nur eigentlich eine fast Oscar-würdige Performance als Schauspielerin ist, sondern eben auch, was ihre ganzen Tanzeinlagen und akrobatischen Momente betrifft. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen die Handlung von Hustlers und ein paar Behind-the-Scenes Informationen unter den Hut kriegen, weil einige Dinge sind tatsächlich spannend. Erstens, die Produktion wurde von einer damaligen tatsächlichen Stripperin und tatsächlichen Diebin verklagt, die quasi der Drehbuchautorin und Regisseurin Lorraine Scafaria unterstellt hat, dass sie einfach ihre Lebensgeschichte geklaut hat. Dabei ist das Ganze aber wahrscheinlich die tatsächliche Lebensgeschichte von Rapperin und Darstellerin Cardi B, die nämlich tatsächlich mal zugegeben hat, dass sie früher Männer unter Drogen gesetzt und ausgeraubt hat, als sie quasi noch relativ unbekannt ist und die auch in einem anderen Interview mal gesagt hat, sie hat ihre Performance basiert auf einem Mädchen, das sie mal kannte. Außerdem, was ich relativ cool fand, ist, dass natürlich Cardi B sich dann quasi mit der Rolle der Stripperin total identifizieren konnte, weil
hat sie ja quasi schon, die aber irgendwelche Operationen hatte kurz vor Drehbeginn und daraufhin dann relativ enttäuscht war, dass sie quasi der Produktion nicht zeigen konnte, was sie wirklich drauf hat. Dafür hat Jennifer Lopez gezeigt, was sie wirklich drauf hat, die sogar, ich glaube, 2,5 Monate vor Produktionsbeginn damit begonnen hat, diese ganzen Stangentänze zu üben und dabei draufgekommen ist, dass einem Muskeln wehtun können, von denen man vorher noch nicht einmal gewusst hat, dass man sie überhaupt hat. Und sogar Constance Wu, die ursprünglich total überrascht war, dass sie die Rolle überhaupt bekommen hat, weil sie quasi gesagt hat, dass auf meinem Resümee steht nichts drauf, was irgendwie rechtfertigt, dass ich so eine Rolle kriege, hat sich so weit vorbereitet, dass sie tatsächlich undercover war, als Stripperin und Lapdances angeboten hat und dabei in der ersten Nacht $600 gemacht hat. Und alles das wirklich wahnsinnig interessante Geschichten, aber was ich bei dem Film Hustlers ganz besonders spannend fand, abgesehen jetzt einmal von der Tatsache, dass Scafaria ursprünglich gar nicht Regie hätte führen sollen, sondern es war tatsächlich vorgesehen, dass Martin Scorsese Regie führt bei diesem Film. Der hat dann aber abgelehnt und außerdem wurde der Film noch an Adam McKay herangetreten. Ihr wisst schon, der Adam McKay, der im Jahr 2008 den Film Stiefbrüder gemacht hat und nachher aus welchem Grund auch immer noch tatsächlich Arbeit gefunden hat, um dann 2015 den Film The Big Short zu machen, für den er sogar verdammt nochmal einen Oscar als bester Drehbuchautor bekommen hat. Aber da hat die Produktionsfirma dann offensichtlich gedacht, ja, Adam McKay wäre ein geeigneter Typ, hat dann übrigens auch tatsächlich Adam McKay mit Will Ferrell gemeinsam den Film mitproduziert. Auch Jennifer Lopez persönlich hat Geld zur Verfügung gestellt, dass der Film weiter gedreht werden kann. Außerdem wurde der Film 2019 von einigen renommierten amerikanischen Zeitungen und Magazinen eben als einer der besten Filme des Jahres genannt. Und das ist die goldene Frage, ist das gerechtfertigt? Ja. Punkt. Ganz ehrlich, ich habe immer schon die Filmvorschläge von André L. für meine Wunsch-Quickies sehr geschätzt. Aber Hustlers war ein Film, mit dem konnte ich eben aufgrund der von mir erwarteten Thematik rein gar nichts anfangen. Wie er dann gesagt hat, er hat den Film im Kino gesehen, sogar mehrmals, dachte ich mir, warum? Und mittlerweile weiß ich's, weil eben die Tatsache, dass es sich bei diesen Darstellerinnen um Stripperhand, ist eigentlich völlig egal. Ich hätte mir irgend so einen Langweiler erwartet wie Paul Verhoevens Showgirls, der ja mittlerweile bestenfalls noch als unfreiwillige Komödie für Unterhaltung sorgen kann. Aber das ist in seinem Herzen ein wirklich interessant aufgebauter Thriller. Einer, der eben sehr schön diese Szene damals zeigt, der sehr schön seine Charaktere aufbaut, der dann relativ schön diesen Breakpoint bietet, eben mit dieser Finanzkrise und auch meiner Meinung nach eben sehr interessant darlegt, wie sich diese Finanzkrise damals auf Branchen ausgewirkt hat, die wahrscheinlich bei einer Finanzkrise und bei einem Aktienproblem niemand auf dem Radar hatte. Aber es ist natürlich klar, dass wenn dort die Leute hingehen, die viel Geld haben und die Leute, die vorher viel Geld hatten, nachher kein Geld mehr haben, dann wird dort dann niemand hingehen und das ist dann für die Leute natürlich relativ blöd, die das Ganze eigentlich nur machen, damit sie ihr kleines Kind durchfüttern können. Und das sorgt für komplett andere Probleme. Das sorgt vor allem auch für eine komplett andere, wahnsinnig interessante Charaktermotivation. Und alle Personen, die in diesem Film agieren, haben nachvollziehbare, interessante Charaktere. Selbst eine Cardi B liefert eigentlich eine gute Leistung ab, was ich ihr niemals zugetraut hat. Jennifer Lopez, eben wie bereits erwähnt, die wahrscheinlich beste schauspielerische Leistung ihrer kompletten Karriere. Es ist einfach glaubwürdig, was man da sieht. Und es ist eben auch dieser Schritt, wo sich dann eben diese paar Damen quasi zu einer Gang zusammenschließen und eben anfangen, auf die schiefe Bahn zu geraten, ist jetzt, also sagen wir, die schiefe Bahn, auf der sie sich befanden, noch ein bisschen schiefer zu machen, ist wahnsinnig interessant und nachvollziehbar, wie sich eben dieser Strudel der Kriminalität dann nachher weiterentwickelt. Das ist unglaublich interessant zu verfolgen und es ist vor allem von der ersten bis zur letzten Minute an wahnsinnig menschlich und ich fand das wahnsinnig toll, wie sich die Geschichte, wie sich die Charaktere weiterentwickelt hat, fand auch ganz toll, wie das Ganze dann zu einem Ende gekommen ist. Das ist ein unterhaltsamer, ein spannender Film mit wirklich tollen musikalischen Beiträgen, natürlich wahnsinnig viel
Clubmusik von Usher bis zu David Guetta, aber zwischendurch eigentlich kein eigener Score, nur mal ein paar Klaviernummern von Chopin eingestreut, die interessanterweise wahnsinnig schwer zu spielen sind, habe ich gelesen. Also man hat quasi eine abwechselnde Musik aus Chopin, schwer zu spielen, und David Guetta, schwer zu hören. Was tatsächlich wahnsinnig spannend. Ich fand den Film, ich war wahnsinnig positiv überrascht von Hustlers. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Und ich sag danke, André, dass du diesen Film in deinen Wunsch-Quickies dabei hattest. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er mir so gut gefällt. Muss mich an der Stelle auch entschuldigen, dass ich an dir und an deinen Wunsch-Quickie-Vorschlägen gezweifelt habe. Aber das war ein cooler Film, der mich sehr unterhalten hat. Und jeder, der vielleicht aus einem ähnlichen Gedankengang heraus, wie ich damals gemeint habe, na, das muss ich eigentlich nicht sehen, sollte sich das vielleicht noch einmal überlegen.